Ja, von unserer Seite auch herzlich willkommen. Wir möchten Ihnen heute vorstellen, wie Literaturverwaltungsprogramme Sie bei Ihren wissenschaftlichen Arbeiten unterstützen können, speziell dabei den Überblick über die Literatur, die Sie verwenden möchten, zu behalten, die Literatur und Literaturnachweise, also die bibliografischen Daten wie Titel, Autor, Verlag und so weiter zu verwalten und dann später aber auch direkt in dem Textdokument, in dem Sie Ihre wissenschaftliche Arbeit schreiben, zu zitieren. Diese Literaturverwaltungsprogramme sind also in vielerlei Hinsicht sehr nützlich und hilfreich und wir werden zunächst so eine kleine Einführung machen und dann einmal das Programm Zotero vorstellen. Das mache ich und Frau Schüler stellt anschließend Citavi vor. Jetzt oder währenddessen können Sie sich gerne da hinten mit Kaffee ausstatten und sich einfach gemütlich machen. So, wir beginnen mit einem kleinen Film, der in die Handhabung von Literaturverwaltungsprogrammen einführt und vor allem ganz gut auf den Punkt bringt, weshalb das sinnvoll und nützlich ist, damit zu arbeiten. Zotero ist ein Open-Source-Literaturverwaltungsprogramm, das heißt, man kann es sich einfach kostenfrei herunterladen und nutzen. Das ist für alle möglichen Betriebssysteme nutzbar, das heißt, man kann es mit Windows nutzen, mit einem Mac oder auch mit verschiedenen Linux-Distributionen. Hier auf der Zotero-Homepage, zotero.org, lädt man sich zum einen das Programm selber runter und dann braucht man noch einen sogenannten Connector. Den findet man auch, wenn man auf diesen großen roten Download-Button hier klickt. Der Connector, den man benötigt, der hängt davon ab, welchen Browser man benutzt. Und der heißt deshalb Connector, weil er die Verbindung herstellt zwischen dem Programm Zotero selbst, in dem man seine Literatur sammelt und ordnet, und dem Browser, in dem man recherchiert. Da, wo man recherchiert, kann man die Informationen, die man gefunden hat, zum Sammeln und zum Speichern mit diesem Connector direkt in das Programm Zotero importieren. Wenn man alles installiert hat, das geht mit 2, 3 Klicks, das ist eine ganz schnelle Angelegenheit, und das Programm zum ersten Mal öffnet, dann sieht das so aus, noch vollkommen leer, hat aber schon die 3 Spaltenstruktur, die Zotero ausmacht oder die Oberfläche von Zotero ausmacht. Man hat hier auf der linken Seite eine Spalte, in der man unter Meine Bibliothek alle Datensätze drin hat, die man jemals nach Zotero importiert hat. Im Moment 0, aber gleich werden wir Datensätze da reinziehen. Das ist also so der Gesamtdatenpool und ansonsten dient diese linke Spalte dazu, die Literaturnachweise, die man gesammelt hat, zu ordnen, zum Beispiel in Sammlungen, die man da anlegen kann. In der mittleren Spalte findet man, wenn man ein paar Datensätze da drin hat, so eine Kurztitelliste der gespeicherten Datensätze und auf der rechten Seite die ausführlichen Informationen dazu. Damit das besser vorstellbar und verständlich ist, werden wir jetzt mal ein paar erste Datensätze nach Zotero rein importieren. Und da gibt es ganz unterschiedliche Wege. Das Tolle an den meisten dieser Wege ist, man braucht da wenig bis gar nichts selbst zu tippen, sondern man kann die ganzen bibliografischen Daten, also Titel, Autor, Verlag, Erscheinungsjahr und so weiter, die Daten, die man später auch zum Zitieren braucht, einfach mit einem Klick nach Zotero übernehmen. Das vermeidet, dass man Tippfehler macht und es spart natürlich auch einfach Zeit, die man früher vielleicht gebraucht hat, um diese bibliografischen Daten in irgendein Dokument abzutippen, um so den Überblick zu behalten. Wie gesagt, importiert man die Daten immer direkt von da, wo man recherchiert und das könnte sein, wenn Sie jetzt bei der Recherche für eine Ihrer wissenschaftlichen Arbeiten sind, dass Sie einfach bei uns im Bibliothekskatalog Primo mit Ihrer Recherche beginnen. Und ich habe da gerade, weil ja jetzt auch der Frühling kommt, eine Recherche zum Thema Honigbiene gemacht und 163 Treffer gefunden, 163 Titel. Und jetzt kann ich, nachdem ich Zotero erfolgreich installiert habe, über ein kleines Icon, was hier auf der rechten Seite erscheint, die Titel, die mich interessieren, direkt nach Zotero übernehmen. Zotero ist kontextsensitiv, das heißt, es erkennt immer, was auf der Seite, wo ich recherchiert habe,
gefunden wurde. Das erkennt, ist da ein Buch gefunden worden oder wie in diesem Fall mehrere Bücher, ist da ein Film gefunden worden oder ein Wikipedia-Eintrag. Für all diese Materialarten gibt es jeweils ein eigenes Symbol und hier ist es ein Ordnersymbol, weil Zotero erkannt hat, da sind mehrere verschiedene Medien auf dieser Seite, auf der ich mich gerade befinde. Wenn ich da draufklicke, öffnet sich so ein kleines Fenster mit einer Art Kurztitelliste, wo ich einfach anhaken kann, welche der Titel, die ich da gefunden habe, ich gerne in meine Zotero-Datenbank zum Speichern übernehmen möchte. Also ich mache hier die entsprechenden Häkchen und klicke auf OK. Und dann wird gleich in der oberen rechten Ecke ein Fensterchen erscheinen, was mir bestätigt, dass da Daten vom Browser nach Zotero übertragen werden. Das erscheint nur für wenige Sekunden, deswegen sage ich das jetzt gleich, damit Sie darauf achten können. Genau, das ist sozusagen die Bestätigung, dass etwas übertragen wird. Und wenn wir jetzt in das Programm Zotero zurückgehen, dann sehen wir, die Titel sind hier angekommen. Die sind alle in meine Bibliothek, also in der Gesamtdatensammlung gelandet. Und wenn ich einen dieser Titel hier anklicke, zum Beispiel den ersten, die Honigbiene, dann bekomme ich für diesen Titel auf der rechten Seite die ausführlichen bibliografischen Angaben, also alle Informationen, die ich später auch brauche, um dieses Buch gegebenenfalls in meiner wissenschaftlichen Arbeit automatisiert zitieren zu können. Importe nach Zotero sind aber nicht nur möglich aus dem Bibliothekskatalog, sondern auch aus verschiedensten anderen Quellen. Ich habe hier die gleiche Suche nach Honigbiene mal in Google Scholar gemacht. Und auch da erscheint hier zum einen dieses Ordnersymbol, über das ich so wie eben importieren könnte. Es ist aber auch möglich, wenn Sie sich erstmal den Titel genauer angucken möchten, den hier einfach aufzurufen. Und dann sehen Sie hier, wie ich eben schon erklärt habe, dieses Symbol, das kontextsensitiv ist, ändert sich jetzt und Zotero hat erkannt, auf dieser Seite ist jetzt nur noch ein einziger Zeitschriftenaufsatz beschrieben, deswegen ist hier das Zeitschriftenaufsatzsymbol und über das kann ich genau wie eben Informationen nach Zotero übertragen. Und zwar werden da jetzt nicht nur die bibliografischen Daten übertragen, sondern auch der Volltext. Das ist immer dann der Fall, wenn der Volltext entweder Open Access zur Verfügung steht oder über eine Lizenz der Universitätsbibliothek und Sie befinden sich auch gerade im Netz der Universitätsbibliothek, dann lädt Zotero automatisch auch gleich den Volltext runter und speichert ihn mit dem bibliografischen Datensatz zusammen. Das sehen Sie auch hier in diesem Bestätigungsfensterchen, da steht Fulltext PDF. Das wird also nach Zotero mit übertragen und Sie erkennen diesen Anhang daran, dass hier so ein kleines Pfeilchen vorne ist. Wenn man da drauf klickt, sieht man, hier unten hängt ein PDF dran und das könnte ich jetzt ganz normal in Adobe oder welchem PDF-Viewer auch immer ich benutze öffnen. Und übrigens auch bearbeiten, wenn Sie da etwas highlighten oder Kommentare anbringen möchten, ist das auch möglich. Sie können außer so klassischen Bibliotheksmaterialien wie Zeitschriftenaufsätze und Monographien auch Webseiten nach Zotero übernehmen. Das ist jetzt hier eine und hier dieses kleine blaue Symbol zeigt, das ist eine Website. Auch hier kann ich die Metadaten übernehmen, also einfach den Titel der Website. Sie sehen aber auch, hier wird noch ein Snapshot gespeichert. Das ist so eine Art Momentaufnahme dieser Seite zu dem Zeitpunkt, wo ich den Datensatz speichere. Das heißt, Sie haben dann, auch wenn diese Website vielleicht irgendwann offline ist oder sich verändert hat, immer noch eine Aufnahme, wie die damals aussah, als Sie den Datensatz gespeichert haben. Das kann sehr nützlich sein, weil Websites ja manchmal so ein bisschen flüchtig sind und sich verändern oder auch nicht mehr zugänglich sein können. Das wird eben, dieser Snapshot wird auch als Anhang dran gespeichert, so wie das PDF. Und schließlich gibt es noch die Möglichkeit, über einen Identifier Daten nach Zotero zu importieren, wie zum Beispiel die ISBN für Bücher oder auch den Digital Object Identifier, ein eindeutiger Identifikator, den viele elektronische Ressourcen tragen. Den kann ich mir einfach in die Zwischenablage übernehmen. Und hier über dieses kleine Zauberstabsymbol
die entsprechenden Daten ziehen, indem ich da einfach die ISBN reinkopiere, mit Enter bestätige. Und dann sucht sich Zotero irgendwo in den Weiten des Internets die entsprechenden Informationen und übernimmt sie auch. Schließlich gibt es noch eine letzte Möglichkeit, wenn Sie vielleicht irgendeinen PDF von einem Zeitschriftenaufsatz geschickt bekommen von einer Freundin oder aus ISIS herunterladen oder sowieso schon auf Ihrem Rechner haben, dann gibt es die Möglichkeit, diesen einfach zu nehmen. Wo habe ich ihn denn jetzt? Da war noch eben, unter Downloads, genau. Per Drag and Drop nach Zotero rüberzuziehen. Ich nehme den einfach, ziehe ihn mir hier rein und lasse ihn da fallen. Dann wird dieses PDF hier gespeichert und wenn Sie genau hingeguckt haben, haben Sie gesehen, Zotero hat sich zu diesem PDF direkt auch die bibliografischen Daten aus dem Netz gefischt, sodass Sie auch da alle Informationen beieinander haben, um diesen Aufsatz gut zitieren zu können. Sie haben außerdem jetzt hier in Zotero die Möglichkeit, noch eigene Informationen anzubringen. Zum Beispiel könnten Sie zu diesem Aufsatz unter Notizen ein Exzerpt anlegen. Können sich da die wichtigsten Stichworte rausschreiben, um später noch zu wissen, worum es in diesem Aufsatz geht. Und das ist, denke ich, die wichtigste Funktion dieser Notizenfunktion. Sie können da Zitate ablegen. Können Sie von elektronischen Dokumenten einfach reinkopieren oder, wenn Sie etwas gedruckt vorliegen haben, in einem solchen Notizfeld abschreiben, um später das Zitat dann in Ihrer wissenschaftlichen Arbeit verwenden zu können. Wichtig ist bei den Zitaten immer, abgesehen davon, dass Sie sich nicht vertippen sollten, dass Sie immer die Seitenzahl direkt dazu schreiben sollten. Wenn Sie das vergessen, dann gehen Sie anschließend auf die Suche und müssen das Zitat irgendwo in dem Buch, was Sie gelesen haben, wieder finden. Also das ist eigentlich das Wichtigste, dass Sie die Seitenzahl direkt dazu schreiben, dann können Sie dieses Zitat anschließend in Ihrer Arbeit nutzen. Bla bla bla. Seite 5 zum Beispiel. Außer dieser Notizfunktion gibt es noch die Möglichkeit, sogenannte Tags anzulegen. Das sind Schlagworte, die Sie einem Titel hinzufügen können, um einfach noch eine zusätzliche Möglichkeit zu haben, verschiedene Titel zu clustern nach irgendeinem Kriterium, zum Beispiel super Buch, unbedingt zitieren oder noch lesen. Oder natürlich auch thematisch können Sie da Tags anlegen. Und später alle Titel, die mit einem bestimmten Tag versehen sind, in einer Tag-Wolke, die hier bisher nur das Wort Biene umfasst, zusammenführen und sich gemeinsam angucken zu können. Außerdem gibt es, wie ich eben schon eingangs gesagt hatte, auf dieser linken Seite noch die Möglichkeit, Sammlungen anzulegen. Das sind Listen von Titeln, die Sie gefunden haben. Also wichtig ist, es sind keine Ordner, so wie man denken könnte, wenn man das Symbol sich ansieht. Sieht aus wie ein Ordner, aber es ist tatsächlich eine Liste, mit der Titel verknüpft werden können. Alle Titel bleiben für immer und ewig in dieser großen Datensammlung Meine Bibliothek drin und Sie können per Drag and Drop einen Titel in diese Sammlung übernehmen. Dann bleibt dieser Datensatz trotzdem noch in Meine Bibliothek gespeichert, aber er ist mit dieser Sammlung Biene verknüpft. Sie können einen Titel mit einer, mehreren oder auch gar keiner Sammlung verknüpfen, wie Sie das für Ihre Organisation benötigen. Ja, soweit die wichtigsten Funktionen innerhalb des Programms Zotero. Jetzt möchten Sie Zotero natürlich auch verwenden, um in Ihrer wissenschaftlichen Arbeit Zitate zu belegen. Wir haben hier mal ein Word-Dokument, das Ihre wissenschaftliche Arbeit darstellen soll und an einer Stelle, wo Sie ein Zitat wiedergegeben haben, müssen Sie nun den Beleg einfügen. Da hilft Ihnen Zotero bei. In dem Moment, wo Sie das Programm installiert haben auf Ihrem Rechner,
erscheint in Ihrem Textverarbeitungsprogramm, das kann Word oder auch LibreOffice sein, ein Reiter Zotero, in dem es eine überschaubare Anzahl von Funktionen gibt. Wenn Sie ein Zitat einfügen möchten, gehen Sie auf Add bzw. Edit Citation ganz links und es öffnet sich beim ersten Mal ein Fenster, was Sie fragt, welchen Zitierstil möchten Sie denn benutzen. Es gibt inzwischen über 9000 Zitierstile. Am besten Sie fragen Ihre Dozentin oder Ihren Dozenten, welchen Sie denn benutzen sollen und entscheiden sich selbst, wenn Ihnen das überlassen bleibt, für einen der gängigen Zitierstile, die Zotero anbietet. Das sind hier die wichtigsten, aber Sie können weitere Stile über Stile verwalten auch hinzufügen. Ich wähle jetzt einfach mal den recht verbreiteten MLA-Stil aus und gehe auf OK. Und dann öffnet sich ein kleiner roter Suchschlitz, über den ich jetzt mit einer Stichwortsuche nach Namen von Autoren oder nach dem Namen des Autors, dessen Zitat ich hier wiedergegeben habe, oder nach einem Stichwort aus dem Titel suchen kann. Wenn Sie den richtigen Titel dann hier identifiziert haben, übernehmen Sie den mit einem Klick und klicken noch einmal auf diesen übernommenen Titel, um auch die Seitenzahl noch mit angeben zu können. Dann können Sie zweimal mit Enter bestätigen und der Beleg erscheint hier in der Art, wie der ausgewählte Zitierstil es vorgibt. Ja, das machen Sie jetzt über Ihre ganze Arbeit hinweg mit allen Zitaten, die Sie belegen möchten. Und wenn Sie am Ende Ihrer wissenschaftlichen Arbeit dann das Literaturverzeichnis anlegen möchten, dann geht das auch mit einem Klick. Und Zotero generiert Ihnen automatisch aus allen Belegen, die in diesem Word-Dokument eingefügt worden sind, ein Verzeichnis. Wenn Sie danach noch an Ihrer Arbeit weiterarbeiten und Zitate entfernen oder hinzufügen, dann aktualisiert sich das Literaturverzeichnis dynamisch. Es kann Ihnen also nicht passieren, dass Sie da noch was drin haben, was Sie gar nicht mehr zitiert haben oder dass Sie was vergessen, im Literaturverzeichnis aufzunehmen, sondern das gleicht sich immer automatisch ab. Sie können auch noch bis eine Minute vor Druck quasi den Zitierstil ändern, wenn Sie das möchten. Das geht einfach über Document Preferences. Wählen Sie einen anderen Zitierstil aus und dann wird das für das gesamte Dokument angepasst. Ja, das waren eigentlich schon so die Grundfunktionen von Zotero. Natürlich gibt es noch viele Feinheiten und Details, die Sie entweder auf der Zotero-Homepage in der Dokumentation nachlesen können oder Sie kommen in unsere ausführliche Zotero-Schulung oder Sie schauen mal auf unsere Websites. Da haben wir auch noch einige Links zu weiterführenden Informationen. Dann gebe ich jetzt ab zu Frau Schüler und ich stehe anschließend noch für Fragen zur Verfügung, entweder hier oder draußen am Pult. Ja, dann auch von mir ein Hallo und keine Sorge, ich brauche nicht noch mal so lange, weil vieles, was Frau Semmig halt zu Zotero erzählt hat, gilt auch für Citavi. Von daher beschränke ich mich jetzt auf die Unterschiede und zeige Ihnen eben die Besonderheiten von Citavi. Denn all das, was Zotero kann Citavi auch, nur es kann darüber noch ein bisschen mehr. Sie sehen bei Citavi eigentlich auch so eine Dreiteilung des Bildschirms. Sie haben aber innerhalb dieser linken Seite auch nochmal drei Aspekte, die für Sie interessant sein könnten. Im Bereich Literatur sammeln Sie, wie auch in Zotero, die Literatur, die Sie in Bibliothekskatalogen, im Internet, in Google Scholar und so weiter gefunden haben. Die Übernahme zeige ich gleich nochmal detailliert. Die funktioniert so ähnlich, aber eben je nachdem, wo Sie sind, ein bisschen anders. Sie haben dann den Titel, den Sie markiert haben, hier in der Mitte in der Vollansicht, haben also in dem Bereich Titel die Angaben, die eben jeweils übernommen wurden. Hier sehen wir, hier fehlen sogar einige Angaben, die müsste ich dann händisch ergänzen. Das heißt, Sie können sich nie darauf verlassen, was
Zotero oder auch Citavi für Sie automatisiert übernimmt. Sie müssen natürlich die Daten nochmal überprüfen, denn das, was Sie dann damit nachher übernehmen, dafür stehen Sie ja gerade, wenn da Schreibfehler oder sowas drin sind. Also da müssten Sie bitte schon nochmal drüber schauen. Sie haben dann auch in Citavi die Möglichkeit, Inhalte, Zusammenhänge und so weiter abgebildet zu bekommen. Hier eventuell stehen eben Abstracts mit drin oder auch ein Inhaltsverzeichnis ist verknüpft. Das hängt eben an den Metadaten, die Sie überspielen. Bei Zusammenhang könnten auch Schlagwörter mit rüberkommen. Und Sie haben jetzt hier eine Verknüpfung zu dem Bereich Kategorien. Das ist nämlich hier in dem Bereich Wissen. Die Wissensverwaltung, die ist einzigartig für Citavi. Und das macht eben auch den großen Wert aus, wenn man das nutzen möchte. Ansonsten haben Sie auch eine Zitatverwaltung in Citavi, die noch ein bisschen komfortabler funktioniert als in Zotero. Das zeige ich Ihnen auch gleich noch. Und Sie haben noch einen Aufgabenbereich, wo Sie sich auch festhalten können. Da möchte ich noch irgendwas mit tun, das müsste ich lesen, kopieren oder was auch immer. Das ist aber nicht kompatibel mit anderen Kalendersystemen. Also von daher, da ploppen nur Erinnerungen auf, wenn Sie auch Citavi gerade geöffnet haben. Und Sie sehen hier noch den rechten Bereich. Da wird mir auch angezeigt, was ich eventuell noch an anhängenden Dokumenten habe. Zum Beispiel, wenn ein PDF mit rübergenommen wurde. Das sieht man hier in Citavi mit dieser Büroklammer, die vor dem Titel steht. Dann wird mir das PDF eben hier auch gleich angezeigt. Und ich kann da drin markieren, Texte übernehmen und so weiter. Das zeige ich auch gleich noch im Detail. Und Sie haben hier noch eine Schnellhilfe, die kontextsensitiv Ihnen jeweils zu dem Bereich, wo Sie gerade stehen, Informationen gibt, kleine Hilfestellungen gibt. Und natürlich gibt es auch ein großes Handbuch integriert. Dann gehen wir mal an eine Stelle, wo Sie vielleicht mit der Recherche loslegen in unserem Bibliothekskatalog. Ich habe jetzt eigentlich keine Lust zu schreiben und suche mal was zu Aufschieberitis und finde dazu einen Titel, der interessant sein könnte. Und ich sehe hier oben auch einen Picker. Bloß wenn Sie hier auf diesen Picker von Citavi gucken, dann würde der die Website als Titel aufnehmen, nämlich die Webseite des Katalogs. Das hilft Ihnen jetzt an der Stelle nicht weiter. Das heißt, Sie müssen wirklich im Katalog erstmal auf den Titel klicken. Und finden dann, wenn Sie Citavi richtig installiert haben mit dem Picker, hinter der ISBN den Picker. Und das ist jetzt tatsächlich bei uns im Katalog für Sie der entscheidende Punkt, wo die Daten übernommen werden. Sie sehen jetzt auch hier, dass es eben brödelt und die Daten überspielt in Citavi. Und wenn er damit fertig ist, sehe ich auch den Titel in Citavi angezeigt. Ich sehe jetzt also, er hat mir die Daten des Titels hier im Bereich Titel korrekt übernommen. Da schaue ich natürlich noch mal prüfend drüber. Ich habe jetzt kein PDF mit dranhängen, von daher ist hier in der Vorschau auch nichts weiter zu sehen, außer vielleicht ein Inhaltsverzeichnis, ein Abstract oder was auch immer vielleicht mit rübergekommen ist. Wenn ich im Katalog jetzt weiterschaue, sehe ich hier auch noch diverse Tipps zu anderen Titeln und könnte also vielleicht auch an diesem hier interessiert sein. In dem Fall wird mir ein Link angeboten zu einem PDF. Das heißt, die Bibliothek zahlt Geld für diesen Titel und ich kann mir jetzt das PDF runterladen. Und hier ist jetzt auch der Picker aktiv. Ich kann jetzt hier sagen, PDF-Dokument als Titel aufnehmen und dann wird mir der Titel und auch das PDF mit überspielt nach Citavi. Dieser Picker ist noch ganz neu im Browser bei Citavi und leider funktioniert das hier bei PDFs nur bei Chrome so. Wenn Sie Mozilla nutzen, dann können Sie noch mit der rechten Maustaste im Dokument auf den Citavi-Picker klicken und haben dann hier die Möglichkeit, das PDF als Titel zu übernehmen. Das ist leider jetzt so ein bisschen unterschiedlich, mit welchem Browser Sie arbeiten. Aber in dem Fall ist jetzt hier mein Titel wieder mit rübergekommen. Ich habe die kompletten bibliografischen Angaben und hier unten eben auch die ganzen Anhänge, die mit rübergekommen sind, wie eben das PDF. Ich kann dann in dem PDF gleich lesen und auch Text markieren oder aber eben auch als wörtliches Zitat markieren und gleich übernehmen. Und das ist wirklich ganz schön in Citavi. Ich kann eben wirklich einen Text markieren und habe hier oben wörtliches Zitat. Und wenn ich da draufklicke,
Frau Semmigkeit hat Sie ja erinnert, dass Sie auf jeden Fall die Seitenzahlen mit dokumentieren sollten. Citavi macht das für Sie schon gleich mit. Also der markiert hier an der Stelle, von welcher Seite das Zitat ist. Und Sie könnten jetzt auch noch ergänzend Schlagwörter zu diesem Zitat übernehmen. Sie könnten auf das Kategorienschema gehen, das ich noch gar nicht erzählt habe. Da komme ich gleich nochmal. Und das eben einer Gliederungsstelle Ihrer Arbeit mit zuordnen oder sogar eben in Gruppen arbeiten, das einer anderen Person zuweisen. Also das ist wirklich sehr komfortabel, wenn Sie PDFs mit dran haben, dass Sie da Zitate eben wirklich sehr schön festhalten können und später eben auch verwenden können. Wenn Sie im Internet unterwegs sind, haben Sie auch von Webseiten die Möglichkeit, hier gleich diesen Browser-Picker zu aktivieren, können also die Webseite als Titel aufnehmen oder aber auch auf der Webseite sich ein Zitat markieren. Und dann wechselt hier auch die Ansicht gleich, dass Sie eben die Webseite als Titel aufnehmen können und gleichzeitig ein Zitat mit übernehmen, den markierten Text, den ich gerade hatte. Und dann läuft das genauso rüber, wie ich es eben hatte mit dem PDF. Er bringt mir jetzt das Zitat, was ich markiert habe, und ich könnte wieder noch Ergänzungen machen mit Schlagwörtern oder Kategorien. Und dann nimmt er die Webseite auf und hat auch das Zitat hiermit abgelegt in diesem Bereich Zitate. Genauso funktioniert das in Google Scholar. Da habe ich jetzt mal nach Prokrastination gesucht. Und hier sehen Sie, ähnlich wie bei Zotero, bei dem Picker ist jetzt eine 10. Das heißt, er hat gemerkt, dass auf dieser Seite 10 Titel sind. Und wenn ich das hier anklicke, kann ich entweder alle 10 Titel übernehmen oder ich übernehme nur einzelne und hake mir die an, sage dann übernehmen und die kommen rüber nach Citavi. Wenn ich nur bei einem Titel in Google Scholar mir das anklicke, habe ich ja auch wieder die Möglichkeit, ein PDF runterzuladen. Ich kann auch hier wieder auf den Picker gehen, könnte jetzt sagen, okay, ich möchte diesen Titel übernehmen. Und jetzt habe ich hier noch die Möglichkeit, weil das an Google Scholar ist, da hängen noch zitierte Titel dran. Und das merkt Citavi auch. Das heißt, ich könnte jetzt sagen, ich möchte auch die zitierten Titel mit nach Citavi überspielen. Und da es aber 21 sind, möchte ich die nicht alle einfach ungesehen mitnehmen, sondern ich habe hier sogar die Möglichkeit, die zitierten Titel mir vorher anzeigen zu lassen und dann einzelne auszuwählen. Das dauert jetzt natürlich eine Weile, bis er mir die alle anzeigen kann. Aber dann könnte ich jetzt auch hier wieder den Haken von alle Titel wegnehmen und könnte jetzt sagen, ich möchte vielleicht noch 2 von den zitierten Titeln auch mit übernehmen und die werden auch mit rübergespielt nach Citavi. Also Sie sehen, da gibt es jetzt eine ganze Menge tolle Möglichkeiten, wo Sie eben ohne Schreibarbeit sehr viel automatisiert mit übernehmen können und dann in Citavi weiterverarbeiten können. Wir haben nämlich jetzt hier den Bereich Wissen. Da können Sie zum Beispiel die Gliederung Ihrer Arbeit einspielen oder umgekehrt hier in Citavi grob erstmal die Gliederung entwerfen und nachher nach Word exportieren. Und Sie haben auch innerhalb der Gliederung dann die Verknüpfung zu Ihren Zitaten, die Sie eben weiter noch verwenden können. Wir haben bei einem Zitat jetzt nochmal die Möglichkeit, hier eine Kategorie eben zu verknüpfen, dass ich sage, ich möchte das wirklich bei meiner These 2 verwenden und dann sehe ich auch mit der Zahl in Klammern, dass ich das da verknüpft habe. Wie kommen jetzt die ganzen Daten aus Citavi wieder in das Textdokument? Genauso über den Reiter Citavi, wie es jetzt bei Zotero ging. Sie haben hier einen Aufgabenbereich, den Sie aktivieren. Sie haben die Verknüpfung mit den Titeln, die Sie auch einfach rüberziehen oder mit Doppelklick an eine Stelle bringen können. Sie haben auch den Bereich Wissen verknüpft, wo Sie jetzt ein Zitat einfach rüberziehen können und das dann auch gleich mit den entsprechenden bibliografischen Daten übernommen wird. Und Sie haben natürlich auch die Zitate von Webseiten oder was, das ist ja genauso. Und am Ende hat Citavi für Sie schon das Literaturverzeichnis bereit, das natürlich auch angepasst wird, wenn Sie weiter damit arbeiten, je nachdem, wenn Sie Titel rausnehmen oder etwas verändern.
Genauso ist der Zitierstil anpassbar, den Sie auch zu jeder Zeit Ihrer Arbeit wieder ändern können. Und dementsprechend passen sich auch die Daten in Ihrem Textdokument an. Das klingt alles ganz toll. Eine Einschränkung gibt es aber bei Citavi. Es ist Windows-basiert. Können also wirklich leider nur diejenigen nutzen, die das Betriebssystem Windows nutzen. Mac-Nutzer warten entweder auf die Web-Version, die jetzt schon ein paar Mal verschoben wurde. Sie wird wieder für dieses Jahr angekündigt, wahrscheinlich aber erst Ende des Jahres. Können aber auch mit einer Virtualisierungsumgebung arbeiten oder nutzen eben Zotero. Das ist eben die Variante für Mac-Nutzer. Ansonsten ist es auch mit einem starken Fokus auf Word. LibreOffice kann man nutzen, aber dann hat man nicht ganz so viel Komfort und muss einen kleinen Assistenten noch benutzen. Das zu Citavi. Wir haben die ganzen Informationen auch auf unserer Homepage. Sie können also mit Literaturverwaltungsprogrammen wirklich sehr viel leichter Ihre Zitate verwalten und Ihre bibliografischen Angaben wirklich sammeln, um sie dann später im Text zu benutzen. Zotero ist eben für alle Systeme, aber natürlich für Mac-Nutzerinnen. Wenn Sie sagen, Sie möchten ein sehr komfortables Programm haben, ist Citavi bestimmt ideal, aber eben nur für die Windows-Nutzerinnen. Wir haben auf unserer Homepage auch noch einen Softwarevergleich der TU München, wo wir auch immer mitarbeiten. Da haben Sie noch viel mehr Literaturverwaltungsprogramme aufgelistet mit den Möglichkeiten, die diese bieten, wo Sie sich eventuell so ein bisschen orientieren können, was ist Ihr Bedarf, was können Sie mit den verschiedenen Programmen anfangen. Und dort ist auch gleich der Kontakt noch zu uns, entweder wenn Sie einen ausführlichen Kurs buchen möchten zu Citavi oder Zotero oder wenn Sie eine individuelle Beratung buchen möchten, können Sie das auch gern bei uns machen. Also Citavi nochmal war ja vorher auch im Vorfilm als Fokus wirklich, kostet Geld, ist aber eben für TU-Studierende kostenlos, weil die Bibliothek die Kosten für sie übernimmt. Wenn Sie noch Fragen haben, können Sie die jetzt gerne stellen. Ansonsten bedanken wir uns für Ihr Interesse. Ja.